Ich bin heute beim Tierschutzverein Oberkirch-Remstal und ich muss sagen, ich bin fast ein bisschen beschämt, dass ich nicht öfters hier war, um zu sehen, was hier an ehrenamtlichen Engagement eingebracht wird, Beispiel geben und dann zu sehen, was hier Tiere behandelt, aufgenommen werden. Aber ich denke, die Frau Papp, Irene Papp, die kann das viel besser erklären. Ich bin tief beeindruckt und kann ihr wünschen, dass sie viel, viel Unterstützung erhält für diesen großen Auftrag, den sie für das ganze Remstal erfüllt. Frau Papp, schön bei Ihnen zu sein. Ja, ich freue mich auch sehr über Ihren Besuch. Wir waren gerade überrascht über Ihre Anmeldung und wir freuen uns sehr. Ja, Tierschutzverein Oberkirch-Remstal ist seit nächstes Jahr 25 Jahre alt und wir haben sehr viele Tiere schon aufgenommen. Die Katzenstation hat dieses Jahr 15-jähriges Bestehen. Leider wegen Corona können wir kein Fest dieses Jahr machen, nur um, dass wir es nächstes Jahr machen können. Und ja, die Arbeit hört nicht auf. Wir haben derzeit knapp 60 Tiere hier, das heißt überwiegend Jungtiere, Muttertiere mit kleinen Katzen und so weiter. Es fehlt halt an vielen ehrenamtlichen Helfer. Wenn man das auf mehrere Schultern verteilen könnte, wäre das natürlich sehr wünschenswert, weil wir sind an unsere Grenzen angestoßen, überwiegend auch ich, weil ich halt überwiegend sehr viel außerhalb noch mache, also nicht nur die Station, sondern auch Fundhunde und Fundtiere an sich am Wochenende. Also es gibt keinen freien Tag für mich alleine. Ne? Und ich wäre sehr froh, wenn sich mal jemand bereit erklären wird, wo auch mich mal mit unterstützen könnte. Ne? Dass ich auch mal sage, ich habe jetzt mal ein Wochenende frei. Passiert halt im Moment gar nicht. Ne? Wie viel haben wir im Moment Heiminsassen, möchte ich es mal nennen? Heiminsassen sind wir jetzt knapp bei 60. 60? Ja. Wobei ich überrascht war, auch Igel sind hin und wieder mal hier. Also wir haben im Winter haben wir Igel zu überwintern. Dann haben wir jetzt hier noch Kaninchen aus schlechter Haltung und ausgesetzte Kaninchen. Und jetzt in der Urlaubszeit die Katzen. Urlaubszeit haben wir jetzt natürlich Pensionstiere kommen jetzt noch. Ne? Also das sind wir aber schon ausgebucht. Da geht nichts mehr. Was uns auch jetzt sehr freut. Wir hatten ja auch 3 Monate Leerlauf. März, April, Mai. Also kurzum hier ein Leben für die Tiere. Vielen Dank Ihnen, Herr Irene Papp und allen Ihren Mitstreitern. Dankeschön.